Hallo, Lichtgeschwindigkeit 492, heute am 30. Juli 2010, Freitag. Nie sollst du mich befragen. Ich habe eine Idee, immer in Bezug auf die Piratenbewegung, die Piratenpartei, nämlich kann man bei den Piraten geistige Prozesse initiieren, ausführen, irgendwo zu praktischem Handeln auch bringen oder nicht. Und ich möchte das jetzt mal am Beispiel dieser Idee sagen. Mein Thema ist die Europapolitik, Europa, die europäische Entwicklung. Ich habe die Idee, Europa hat zurzeit eine neue Chance der europäischen Zielführung, der europäischen Verwirklichung, der europäischen Integration. Eine neue Chance. Ich werde das gleich beschreiben. Aber vorab der Gedanke, wenn ich diese Idee jetzt innerhalb der Piratenpartei vortragen wollte, zur Diskussion bringen wollte oder so, ich hätte keine Chance. Ja, ich könnte es in ein Liquid-Tool hineintippen als eine Initiative. Da keiner die Idee kennt, will sie auch keiner kennen, stimmt keiner zu, es finden sich keine Freunde dafür, darüber zu diskutieren, also ist die Sache schon tot, bevor sie überhaupt angefangen hat. Aber hier bei YouTube habe ich die Chance, in Eigeninitiative eine solche Idee zu zeigen und ich möchte das jetzt mal ganz kurz machen. Sie besteht aus zwei Sachen. Das eine ist sozusagen eine kleine Darstellung der europäischen Lage, von der Geschichte bis in die Möglichkeiten von heute. Das andere ist folgendes. Hier habe ich nämlich heute was Schönes mitgebracht. Das kommt immer gut hier bei meinen Aufnahmen, wenn ich so kleine Zuckerstückchen habe, wie diesen wunderbaren Globus. Und zwar, man kann jetzt sehen, hier erteile, da, unten, das ist dann Australien, man kann das auch drehen. Und was ich jetzt zeigen will, ist nämlich folgendes. Hier kommen jetzt langsam die Vereinigten Staaten von Amerika. Hier oben das helle Kanada. So, also folgendes, Europa. Wenn wir das jetzt mal näher angucken, dann sehen wir das große Grüne hier. Das ist dann Sowjetunion, Sibirien, Kasachstan, Russland. Und Europa ist nämlich, wenn wir diesen ganzen Erdteil hier angucken, der heißt, dieser Erdteil, der heißt Asien. Und gucken wir es jetzt genau an, dann ist Europa, hier sehen wir dann, da, Skandinavien, England, Island, Europa, das ist nur ein Zipfelchen von Asien. Also Europa ist geografisch eine ganz idiotische, einfache Sache, es ist ein Ende des Erdteils Asien. Und wenn wir von Europa sprechen, sprechen wir aber durchaus von Tatsachen, die nicht asiatisch sind. Das ist eben das, was heute die Menschen von Europa hier machen, auf den Schultern ihrer Vorfahren. Da gibt es also in Europa eine europäische Geschichte, die sehr stark beeinflusst ist, dann auch von der monotheistischen Religion. Einerseits, also hauptsächlich Christentum, Judentum, Islam, monotheistische Religionsmacht in dieser Geschichte von heute, die aber im Moment sehr ungerichtete Wirklichkeitsdeterminanten hat. Ja? Die Kirchen sind zwar Machtfaktoren, aber sie können den Leuten im Grunde genommen nicht wirklich sagen, was werden soll. Und was sie sagen, den Menschen nicht überzeugend vorkommt. Also diese Menschen heute sind nicht ausdrücklich christlich, aber es gibt hier eine, im Zusammenhang mit dem Christentum, eine geldwirtschaftliche und rationalistisch-naturwissenschaftliche Entwicklung, besonders in den letzten 1000 Jahren. Klar, herkommt 2500 Jahre schon von den Griechen, auch europäisch, von den Ägyptern, also europäisch-naturwissenschaftlich. Die Naturwissenschaft bestimmt die Welt heute, also Europa. So, jetzt komme ich zu der konkreten Europageschichte, die wir heute haben. Lissabon-Verträge, Europäische Union. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg dann am Anfang der 50er Jahre eine Art
Initiative gehabt der europäischen Integration ausgehend von den Kernländern Holland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, letztlich auch in Bezug auf Deutschland. Also 6 Staaten, die damit angefangen haben und sie haben sich dann auch besprochen und so weiter. Und das Ganze ist aber in wirtschaftlicher Hinsicht ein bisschen lebendig geworden. Es ist aber an der Integration gescheitert, weil militärische und politische Integration letztlich in den einzelnen Ländern keine Zustimmung bekam. Es kam dann aber mit einem neuen Anlauf wiederum von den Benelux-Ländern und Politikern dort ausgelöst unter der Adenauer-Zeit, de Gaulle-Zeit, französischer Außenminister Schumann-Zeit 1957 zu einem europäischen Wirtschaftsgemeinschaftsvertrag, aus dem es nun im Laufe der ganzen Jahre bis heute die Europäische Union dann mit dem Maastricht-Vertrag Europäische Union entwickelt und inzwischen sind es 27 EU-Länder, die Mitglieder sind in der Europäischen Union und inzwischen mit dem Lissabon-Vertrag ist der EWG-Vertrag, Europäische Wirtschaftsvertrag sozusagen aufgelöst. Jetzt haben wir Europäische Union. Und was ich jetzt sagen wollte ist aber, wir haben also quasi die erste Gründung nach dem Krieg nicht weitergebracht, das verhakte sich in den nationalstaatlichen Interessen. Dann haben wir die europäische Verfassung nicht genügend diskutieren können und sie fand wiederum aufgrund der Eigenwilligkeiten der Nationalstaaten, auch der eigenwilligen Traditionen der verschiedenen, Frankreich zentralistisch, Deutschland föderalistisch zum Beispiel, wiederum keine mehrheitliche Zustimmung für eine europäische Verfassung. Nun haben wir den Lissabon-Vertrag. So, meine Idee ist aber, dass ich glaube, dass aufgrund der unglaublichen Finanzkrise und der Eurokrise hier sozusagen durch die gemeinsame Bedrohung ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Solidaritätsgrundlage geschaffen ist, die sozusagen eine Art Neustart ist. Vorausgesetzt, alle beteiligten Länder werden nun auf die gleichen Grundrechte zurückgeworfen. Also keine Vorrechte. Also auch die Schwachen müssen sich wie die Schwachen dann einordnen und die Starken müssen auch die Pflichten der Starken übernehmen. Dieser Neustart Europas, den sehe ich in der gleichen Betroffenheit aufgrund der Problemlage der Eurokrise, der Finanzkrise, der weltweiten Umschichtung und Umentwicklung und so weiter. So, das war das, was ich hierzu sagen wollte. Und das andere ist letztlich, wenn ich das jetzt noch unterkriege zeitlich, Folgendes, ein Leserbrief in der Neuen Zürcher Zeitung von vor ein paar Tagen, 27. Juli, da schreibt einer, Schweiz in der EU fehl am Platz. Wieder einmal ist der EU-Beitritt ein aktuelles Thema. Doch schauen wir einmal die finanzielle Situation vieler EU-Staaten an. Deutschland, Spanien oder Portugal, vor allem Griechenland, haben mehrere Milliarden Schulden. Die EU-Währung ist im Dauertief. Dazu kommen happige Sparprogramme auf dem Buckel des einfachen Mannes. Regierungen, die sich uneins sind, bevorstehende Aufnahme von Ländern, in welchen noch gefoltert wird und Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. In diesem Bund ist die Schweiz als souveräner, eigenständiger und starker Staat fehl am Platz. Was wir mit unseren Vätern und Großvätern aufgebaut haben, verschenken wir nicht. Schweizer, wacht auf und bewahrt unser schönes, eigenständiges Land. Roger Gutzwiller in Oberwil an die Neue Zürcher Zeitung als einen Zuschriften von Leserinnen und Lesern hier in Lichtgeschwindigkeit. Schönen Dank für den Aufruf.